ich heute. Und wir kommen damit zur Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträte. Heute eine einfache Runde. Es beginnt, wie ich es eingangs bei der Tagesordnung gesagt habe, Fraktion Die Linke, und ich darf Herrn Giesling bitten. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Mich interessiert Folgendes. Die Landeshauptstadt Dresden hat ja die Luther-Rechtsanwaltsgesellschaft mit der Erstellung eines Gutachtens zur Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft beauftragt. Die beauftragte Kanzlei schlug als Rechtsform die Gründung einer GmbH und Co. KG vor. Und dazu hätte ich erstmal zwei Fragen. Ich würde sie einfach vorlesen. Die erste: Wie teuer genau war dieses Gutachten? Und die zweite: Ist eine Prüfung der Vorschläge dieses umfangreichen Gutachtens durch Rechtsamt, Beteiligungsverwaltung und Finanzverwaltung erfolgt? Und wurden dabei auch die Rechtsform der GmbH oder andere Rechtsformen mit erwogen? Und aus welchen Erwägungen heraus wurde dem Stadtrat dann die Gründung der neuen Gesellschaft, der neuen Wohnungsbaugesellschaft in der Rechtsform einer GmbH und Co. KG vorgeschlagen? Der Kollege Dr. Lames auf Dienstreise ist, darf der zweite Stellvertreter im Prinzip, Dr. Lames, Herr Sittel, die Frage beantworten. Ja, vielen Dank, Herr Giesling, für die Frage. Ich habe eine Zuarbeit von Kollegen Dr. Lames erhalten, der zunächst auf die erste Frage nach den Kosten antwortet, dass sich die Aufwendung für das Gutachten auf rund 227.500 Euro belaufen. Im Hinblick auf die zweite Frage knüpfe ich ein wenig daran an. Herr Fraktionsvorsitzender hat ja auf die umfassende Ausschussberatung verwiesen. Insofern mache ich einen kleinen Exzerpt dazu, entsprechend der Zuarbeit hier. Im Oktober, November 2015 wurde die verwaltungsinterne Projektgruppe zum Projekt Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft festgelegt. Das stadtinterne Lenkungsteam WOBA, welchem unter anderem Vertreter der Geschäftsbereiche Finanzen und Liegenschaften, also ab 1. Januar 2017 Finanzen, Personal und Recht, Arbeits-, Soziales, Gesundheit und Wohnen, Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften sowie des Oberbürgermeisterbereichs angehörten, hat sich einvernehmlich dahingehend verständigt, insbesondere vor dem Hintergrund der steuerlichen Auswirkungen der einzelnen zu untersuchenden Varianten externe Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen. Erste Ergebnisse des Variantenvergleichs wurden von den ausgewählten Beratern im Januar 2016 vorgelegt, dem Lenkungsteam WOBA präsentiert und im Zeitverlauf bis Mai 2016 gemeinsam mit den externen Beratern diskutiert. Am 19. Mai 2016 wurde der Landeshauptstadt Dresden das finale Gutachten vorgelegt. Die Empfehlung der Gutachter zur Gründung der Gesellschaft in der Rechtsform einer GmbH und Co. KG wurde im Rahmen der Sitzung des Lenkungsteams WOBA diskutiert und erörtert. Man hat sich unter Abwägung aller Belange einvernehmlich der von den Gutachtern vorgeschlagenen Variante angeschlossen, die neue Wohnungsbaugesellschaft als hundertprozentige unmittelbare Tochtergesellschaft der Landeshauptstadt Dresden in der Rechtsform der GmbH und Co. KG zu gründen, da dieses Modell der Landeshauptstadt Dresden die größtmögliche Einflussnahme und Steuerung zusichert und sich zudem auch steuerlich als vorteilhafteste Lösung darstellt. Insbesondere die Tatsache, dass bei Einlage der städtischen Grundstücke keine Grunderwerbsteuer und im Gegensatz zu einer GmbH-Lösung auf eventuelle zukünftige Gewinne keine Ertragssteuern, also Körperschaftssteuer, auf Ebene der Gesellschaft und deren Gesellschafterin anfallen, waren ausschlaggebend für den Vorschlag der Verwaltung. Die Stadtratsvorlage V1441/16 beinhaltet eine Abwägung der möglichen Rechtsformen. Darüber hinaus ist auch das Gutachten der Luther-Rechtsanwaltsgesellschaft zur Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft, welches ebenfalls die Vor- und Nachteile der möglichen Rechtsformen darstellt und bewertet, Bestandteil der Stadtratsvorlage. Alle Geschäftsbereiche der Landeshauptstadt Dresden, also auch das Rechtsamt und die Beteiligungsverwaltung in der Kämmerei, wurden außerdem im Rahmen des Geschäftsbereichsumlaufs zur Vorlage V1441/16 in den Diskussionsprozess einbezogen. Eine Abstimmung bzw. Prüfung mit der bzw. durch die Finanzverwaltung, also hier das Finanzamt, erfolgte bisher noch nicht, weil es ja keine Gutachtenfunktion ist, sondern eine konkrete Frage, wenn wir uns entschieden haben, betrifft. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat insofern zunächst eine erste Sichtung und Bewertung der Vorlage Lebensangaben abgegeben und dabei mitgeteilt, dass keine grundsätzlichen Bedenken gegen das von der Verwaltung vorgeschlagene Modell bestehen. Heißt natürlich, dass es vertieft geprüft wird und eben dann, wenn wir abschließend hier beschlossen haben. Soweit in Kürze. Nachfrage, Herr Giesling, bitte. Technik mal bitte da, das
linke Saalmikrofon oder von Ihnen aus rechte. Sonst kommen Sie am besten hier vor, da kann man jetzt. Gut, angesichts der, sozusagen der Schwere des Themas kann man schon die 10 Sekunden warten. Vielen Dank nochmal für die Schilderung der umfangreichen Arbeiten in der Verwaltung. Das ist ja besonders vor dem Hintergrund der jetzt ja kurzfristig angeregten Änderung der Rechtsform für mich von Bedeutung. Auch die großen finanziellen Aufwendungen für das Gutachten sollte man öffentlich zur Kenntnis nehmen. Mich interessiert jetzt einfach eine Einschätzung von Ihnen, Herr Sittel, als erfahrenen Bürgermeister, wenn sich der Stadtrat heute entgegen dieser sozusagen sehr Also zunächst eher etwas abstrakt geantwortet. Es ist natürlich immer der einfachere und schnellere Weg einer vorabgestimmten Vorlage, die auch ja durch eine gewisse Vorprüfung bei der Landesdirektion auch eventuell rechtsaufsichtliche Schritte verkürzt, ist etwas schneller, ist etwas sicherer, ist natürlich für den Stadtrat auch der sichere Weg, weil man sich bei allen Problemen leichter auf die Verwaltung berufen kann an der Stelle, die den entsprechenden Vorschlag gemacht hat. Und je nachdem, welche konkreten Änderungen es sich ergibt, natürlich auch sein kann, dass nicht alle Folgen einer Änderung schon abschließend durchdacht worden sind. Ganz grundsätzlich unmöglich ist das natürlich nicht und die Verwaltung wird egal das, was der Stadtrat beschließt, sofern es nicht rechtswidrig sein sollte, dann auch umsetzen. Und wir würden uns natürlich auch für eine Änderung von der Beschlussempfehlung bemühen, den zeitlichen Verlust möglichst gering zu lassen. Aber bestimmte Vorüberlegungen und Vorabstimmungen würden eben gegebenenfalls ein zweites Mal anfallen intern. Und ansonsten die wesentlichen Unterschiede sind ja im Gutachten ausführlich dargestellt. Als nächste Fraktion ist Bündnis 90 Die Grünen. Als Fragende an der Reihe und das ist Frau Harzendorf. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich komme entsprechend der Bitte heute nach vorne, um meine Frage zu stellen. Meine Frage bezieht sich auf die Umsetzung der im Doppelhaushalt 2017-18 beschlossenen Personalveränderungen. Gemäß der Anlage 2 des Begleitbeschlusses zur vorgenannten Vorlage hat der Stadtrat beschlossen, die dort aufgeführten Stellen in den Gesamtstellenplan einrichten zu lassen und den Oberbürgermeister gebeten, sie in den vom Stadtrat gewünschten Organisationseinheiten entsprechend den benannten Zwecken einzurichten und die finanziellen Mittel zweckgebunden für diese Stellen zuzuordnen bzw. den Geschäftsbereichen als Honorar oder Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Nun zu meinen Fragen. Inwieweit wurde dieser Begleitbeschluss umgesetzt, beziehungsweise wie ist der Umsetzungsstand, insbesondere hinsichtlich der Einordnung im Gesamtstellenplan und zur Zuordnung? Und die zweite Frage dann, falls es eben nicht zugeordnet wurde, wurde den jeweiligen Geschäftsbereichen entsprechend dieses Beschlusses die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt, beziehungsweise wann soll das geschehen? Auch hier übernimmt stellvertretend für Herr Dr. Lahmes, Herr Sittel, die Beantwortung. Ja, vielen Dank, Frau Harzendorf, für die Frage. Die Verwaltung hat natürlich unmittelbar nach dem Stadtratsbeschluss begonnen, die Folgen insbesondere aus dem Begleitbeschluss einzuarbeiten, ungeachtet der Tatsache, dass der Gesamthaushalt ja vollkommen in Kraft tritt mit Freigaben nach Ablauf der Auslegungsfrist ab 10. März, sind wir aber zu den konkret von Ihnen nachgefragten Stellen zurzeit mit folgendem Stand gekommen. Zur Verbesserung der Personalausstattung in den Kitas wurde die in der oben genannten Anlage benannten 25 Stellen in den Stellenplan des Sondervermögens Eigenbetrieb Kindertageseinrichtung Dresden aufgenommen. Das bezieht sich hier auf die Seite 572 Band 2 des Haushaltsplans, Erhöhung der Stellenzahl der Entgeltgruppe S8a auf 2655 Stellen für 2017 und 2724 Stellen für 2018. Die insgesamt 44,5 Stellen für die weiteren Zwecke nach der Anlage wurden im Stellenplan der Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung vorläufig in den Stellen mit Entgeltgruppe 9 ausgewiesen, so wie das auf Seite 566 in Band 2 der Haushaltsplan 2017-18
enthalten ist. Also eine Erhöhung der Stellenzahl auf 890,75 in 2017 und 899,4 für 2018. Zur Gewährleistung der schnellstmöglichen Einreichung des Haushaltsplans bei der Landesdirektion erfolge die organisatorische Zuordnung dieser 44,5 Stellen zunächst in einem neu eingerichteten Stellenpool, Pool 3. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung ist nach Zuarbeit des Geschäftsbereichs Finanzen, Personal und Recht vom Oberbürgermeister festgelegt worden, dass 2 Stellen in den Bereich des Oberbürgermeisters gehen, 5 Stellen in den Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht, 18 Stellen in den Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit, 7,5 Stellen in den Geschäftsbereich Kultur und Tourismus inklusive Musikfestspiele, 9 Stellen in den Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau und Verkehr und Liegenschaften sowie 3 Stellen im Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft. Grundsätzlich obliegt die Verwendung dieser Stellen dann den genannten Geschäftsbereichen, was die genaue Prioritätensetzung angeht. Hier ist es aber so, dass es ja im Prinzip recht genaue Vorschläge dort auch entsprechend gibt, was wir dann auch im Detail im zuständigen Fachausschuss nochmal näher benennen können. Nach konkreter Zuordnung werden dann die Stellen aus dem Stellenpool in die Organisationseinheiten umgesetzt, sodass dieser Stellenpool 3 am Ende dann auf 0 gesetzt wird. Das ist also ein technisches Verfahren, um die Umsetzung zu beschleunigen. Da die Zuordnung noch nicht in allen Aufgaben vollständig erfolgt ist, wurden diese Stellen noch nicht ausgeschrieben oder besetzt, beziehungsweise noch nicht vollständig. Einzelne Verfahren hierzu haben auch begonnen. Sie werden auch gesehen haben, im heutigen Amtsblatt haben wir zum ersten Mal für 2 Vergütungsgruppen, einmal die 5 und einmal die 9, Sammelausschreibungen gefertigt, um diese Verfahren der Besetzung künftig zu beschleunigen. Die Mehrbedarfe an Personalkosten sind in dem zentralen Haushaltsansatz einerseits beim Sondervermögen Eigenbetrieb Kindertageseinrichtung und in den zentralen Personalkostenansatz gefallen. Dadurch, dass diese Stellenzuordnung hier nicht konkret ist, sondern ein Gesamttopf ist, sind zumindest mit Stand jetzt auch aus diesem Gesamttopf keine abweichenden Zuordnungen in andere Ausgabenpositionen vorgenommen, sondern zunächst soll die Gesamtdeckungsfähigkeit der Personalkosten sichergestellt sein. Bitte schön, Nachfrage, Frau Hatzendorf. Also bezüglich der speziell der Zuordnung innerhalb des Geschäftsbereichs 3 zum gemeindlichen Vollzugsdienst und Bürgeramt können wir, wie Sie es vorgeschlagen haben, gern im Ausschuss auch nochmal sprechen. Aber jetzt beim Mitschreiben sind sozusagen mir schon einige Punkte aufgefallen, wo das abweicht von unserem Beschluss. Also insbesondere bei Geschäftsbereich 1, waren 5 Stellen, ne? Dann bei den Musikfestspielen und bei also dem Geschäftsbereich 6 und auch beim 7. Ne? Also da waren im Geschäftsbereich 7 4 Stellen beschlossen und nur 3 Stellen haben Sie jetzt vorgetragen. Oder habe ich das falsch verstanden? Zum Beispiel. Und bei GB6 war auch eine, ich glaube 9 statt 11, so, wenn ich mir das richtig geschrieben habe. Richtig. Ist so, richtig. Genau. Hier ist als Rahmen zu beachten, dass natürlich im Rahmen der Organisationseinheit Stellen konkrete Zuordnungen durch den Oberbürgermeister direkt erfolgen können. Es eine teilweise auch Zuordnung gibt, wo eine Aufgabe beschrieben ist und nicht von vornherein zwingend klar ist, in welchem Bereich die umgesetzt worden ist. Beispiel die Stellen, die bei mir im Geschäftsbereich für das Thema Bürgeramt vorgesehen worden ist. Davon ist eine Stelle, die für das Thema Neustadtkümmerer vorgesehen wird, unmittelbar in den Ortsamtsbereich zu Herrn Barthalt umgesetzt und nicht ins Bürgeramt, sodass es da Abweichungen gibt, die jetzt den Geschäftsbereich zwar nicht verlassen, aber innerhalb des Geschäftsbereiches sind. Ich würde ansonsten vorschlagen, die konkreten Details, wenn die weiteren Umsetzungsschritte vorgenommen sind, auch im Fachausschuss dann auch entsprechend zu besetzen, weil es halt für jede einzelne Stelle ein gehöriges Maß an personalwirtschaftlicher Arbeit dahinter steht, die auch noch nicht in allen Fällen vollständig abgeschlossen sind. Aber ganz kurz nur das, also Sie haben das jetzt umgesetzt mit dem, was Sie gesagt haben, alles andere machen wir dann im Ausschuss. Also Sie haben den Beschluss umgesetzt. Diese Punkte, wie benannt, der konkreten Zuordnung, wie ich sie aufgezählt habe, sind entsprechend veranlasst, sind nach Vorschlag von GB1 über den und Freigabe durch den Oberbürgermeister ans Haupt- und Personalamt zur Umsetzung in Abstimmung mit den jeweiligen Fachämtern gegeben. Als nächstes darf ich die SPD-Fraktion unter Herrn Bartels bitten, seine Frage zu formulieren.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, seit dem 1. Januar dieses Jahres gilt eine neue ausdrückliche Vergleichsmiete in dieser Stadt, die nicht unerheblich ist. Viele Vermieter haben das zum Anlass genommen, im Februar sofort eine Mieterhöhung zu schicken. Und aus der Presse wissen wir, dass dort ja sehr viel geschummelt wurde, indem dort eine falsche Wohnlage angegeben wurde oder eine nicht stimmende, bewusst oder unbewusst, sei mal dahingestellt. Und nebenbei wissen wir auch, dass ja auch oftmals bei den Kriterien noch sehr viel erfunden wird, was so nicht richtig ist. Die Frage dazu ist jetzt, wie geht die Verwaltung damit um, bei Bürgern, die die Wohnkosten erstattet bekommen? Denn die Bürger könnten ja in Unkenntnis darüber, dass sie dort eine falsche Mietkostenerhöhung haben, zustimmen, weil sie ja davon ausgehen können, dass von der Verwaltung die Wohnkosten übernommen werden, sofern sie in der Angemessenheitsgrenze bleiben. Wenn sie drüber liegen, dann ist es etwas anderes. Dort reagierte in der Vergangenheit die Verwaltung schon. Aber wenn sie in der Angemessenheitsgrenze bleiben, dann könnte es kritisch sein, die könnten zustimmen, was ja viele Bürger machen. Und die Größenordnung, um die es hier geht, das ist im Monat so zwischen 5 und 20 Euro. Ich denke, dass 10 Euro wäre so ein durchschnittlicher Wert, der aus Steuernmitteln zusätzlich gezahlt werden würde. Das Problem ist ja auch dabei, dass das in den nächsten Mietspiegel mit einfließen könnte und die nächste höhere Wohnkosten verursachen könnte. Wie geht die Verwaltung damit um? Vielen Dank. Die Beantwortung übernimmt Frau Dr. Kaufmann. Ja, vielen Dank, Herr Bartels, für Ihre Nachfrage oder Anfrage. Will ein Vermieter ein Mieterhöhungsverlangen gegenüber einem Mieter durchsetzen, so ist der Vermieter grundsätzlich an die Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuches gebunden, in denen unter anderem Voraussetzungen für solche Mieterhöhungsverlangen, Form und Begründung des Mieterhöhungsverlangens, die geltend machen und ebenfalls die Zustimmung zur Mieterhöhung seitens des Mieters geregelt sind. In Dresden muss hierfür der gültige qualifizierte Mietspiegel herangezogen werden. Erhalten also Bürgerinnen und Bürger, welche Leistungen nach dem SGB II oder 12 beziehen, Schlagwort Kosten der Unterkunft, ein Mieterhöhungsverlangen, so sind diese gleichermaßen zur Zustimmung berechtigt, ohne im Vorfeld den Kostenträger zu konsultieren. Im Nachhinein besteht im Rahmen der Mitwirkung die gesetzliche Pflicht, alle Angaben und Tatsachen, die für die Leistungen erheblich sind, anzuzeigen. Und hierunter zählt unter anderem eben auch der erhöhte Mietzins. In aller Regel informieren die leistungsbeziehenden Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld ihrer Zustimmung den Kostenträger über die begehrte Mieterhöhung des Vermieters. Damit hat die Verwaltung Kenntnis darüber. Damit besteht zunächst für die Kolleginnen und Kollegen des Sozialamtes als auch des Jobcenters die Möglichkeit, den Mietspiegel zu konsultieren und dort zu schauen, ob die Mietentgelterhöhung auch berechtigt ist. Bestehen Zweifel an der Begründung, kann zugleich ein Berechtigungsschein für eine Kurzmitgliedschaft beim Mieterverein Dresden und Umgebung e.V. ausgestellt werden, um so dort nochmal inhaltlich und fundiert prüfen zu lassen, ob die geplante Mieterhöhung rechtens ist und eben auch dem BGB, dem bürgerlichen Gesetzbuch und dessen Vorschriften folgt. Die Landeshauptstadt finanziert seit dem Jahr 2014 auf Grundlage der Richtlinie für Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Dresden mit geringen Einkommen zur Gewährung eines Berechtigungsscheins zur Übernahme des Jahresbeitrages für eine Kurzmitgliedschaft des Mietervereins Dresden und Umgebung e.V. eine sehr lange Richtlinie, solche Berechtigungsscheine für anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger, wenn eben ein solcher Unterstützungsbedarf in mietrechtlichen Fragen gegeben ist. Das ist die Möglichkeit der Intervention, die die Stadtverwaltung Dresden hat. Generell empfehlen wir jeden Bürger und jeder Bürgerin, unabhängig ihrer Geldbörse, sofern sie Mieter sind, natürlich Mieterhöhungsverlangen kritisch zu prüfen. Und ein wesentliches Hilfsmittel ist hier natürlich auch der qualifizierte Mietspiegel,
der sowohl online unter www.dresden.de/mietspiegel eingesehen werden kann übers Internet oder als Broschüre für jene, die kein Internet zur Verfügung haben, erworben werden kann für 2 €. Soweit die Antwort. Ich würde gerne noch einen Nachsatz machen. Was ich eigentlich erwartet habe als Antwort ist, dass die Verwaltung tätig wird und die Bürger, die Wohnkosten erstattet bekommt, auffordert, den Mietvertrag vorzulegen, weil bekannt ist, dass sehr viel falsch gemacht wurde. Und wenn es hier pro Wohnung um etwa 10 € im Monat geht, dann sind das pro Haushalt oder pro Wohnung im Jahr 120 €. Und wenn wir das hochrechnen auf die Bürger, die bedürftig sind, dann ist das eine erkleckliche Summe. Und ich denke, da sollte die Verwaltung zukünftig etwas mehr Wert drauf legen, dass diese ungerechtigten Summen nicht an die Vermieter gezahlt werden. Danke. Die Antwort darauf, Herr Bartels, ist, dass wir davon ausgehen, dass es wir mit mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu tun haben, die eben sehr kritisch auch auf ihre Mietkosten und Mietkostensteigerungen gucken. Und wenn Sie wissen, dass wir über 27.000 Personen haben, die Kosten, nicht Personen, sondern Haushalte, die Kosten der Unterkunft beziehen in der Stadt, dann wissen Sie auch, wie viel Verwaltungsaufwand dann folgen würde, wenn jeder Vertrag, wenn eine Mieterhöhung angezeigt wird, kritisch geprüft wird. Wir gehen davon aus, dass es mündige Bürgerinnen und Bürger gibt, die dies in Eigenverantwortung auf Basis des Mietspiegels selber tun. Und jene, die Hilfe benötigen und diese auch anzeigen, die bekommen die auch von der Stadtverwaltung und auch mit Hilfe des Mietervereins Dresden und Umgebung e.V. Ich sage nichts mehr. Als nächste fragende Fraktion, FDP Freie Bürgerfraktion, Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, hört man mich ja. Wir haben zwar schon März, aber ich würde gerne noch mal zum Februar fragen, zum 13. Februar. Viele Menschen konnten in Dresden friedlich den vielen Toten der Luftangriffe der Alliierten gedenken und auch der Zerstörung unserer Stadt. Alle angemeldeten Versammlungen verliefen friedlich. Die Menschenkette hat einmal mehr ein Zeichen der Versöhnung und Menschlichkeit in unsere Stadt gesetzt. Und allen Teilnehmern sowie auch allen Einsatzkräften der Polizei gehört unsere Anerkennung für ihre Leidenschaft, den Tag so angemessen und würdevoll zu begehen und für Sicherheit zu sorgen. Trotzdem gab es einen Zwischenfall, der von den Medien ziemlich runtergespielt wurde oder gar nicht auftauchte. Dazu meine Frage. Am Abend, während ich mit meinen Kindern das Glockengeläut hören wollte, wie ich das seit 40 Jahren mache, musste ich feststellen, dass mit dem Beginn des Glockengeläutes ein Feuerwerk begann, was wir ursprünglich gar nicht deuten konnten. Wir konnten es von unserer Wohnung aus nicht sehen. Das klang wie ein neuer Bombenangriff. Fürchterlich eigentlich an dem Abend, das ging in die Seele. Und wir wollen wissen, oder wir möchten gern wissen, weil auch viele Bürger in der Umgebung gefragt haben, wie konnte es kommen, dass trotz der hohen Sicherheitsvorkehrungen, es waren ja tausende Einsatzkräfte dort unten am Königsufer, wie konnte es dazu kommen, dass so ein Feuerwerk gezündet wurde? Völlig unangemessen und sehr störend für das stille Gedenken. Frage 1, also wie kann es passieren, dass Unbekannte in der Stadt unter den Augen tausender Sicherheitskräfte ein großes Feuerwerk aufbauen können und abbrennen können? Zweitens, wie will die Stadtverwaltung in den kommenden Jahren mit so etwas umgehen? Und drittens, jetzt die hinterhältigste Frage, gibt es eigentlich Erkenntnisse über die Unbekannten, die das Feuerwerk gezündet haben? Die Beantwortung übernimmt Kollege Sickel. Ja, vielen Dank, Herr Fischer, für die Frage. Wie Sie bereits richtig vermuten, waren es Unbekannte, die Feuerwerkskörper am 13. Februar diesen Jahres während des Glockengeläuts entzündet haben. Das Abbrennen von Pyrotechnik an diesem Tag empfinde ich genauso als Geschmack wie prioritätlos. Es ist nach dem Kenntnisstand, den wir haben, auf der Neustädter Elbseite, also wie Sie es auch benannt haben, am Königsufer gezündet worden. Es ist allerdings so, dass Einsatzschwerpunkt für die Veranstaltungsabsicherung natürlich zu diesem Zeitpunkt da auch keine Demonstrationen mehr waren, sondern sich im Wesentlichen die Gesamtabsicherung auf den Neumarkt bezieht. Insofern kann man sagen, dass insgesamt das Einsatzkonzept, Sie hatten es auch geschildert, als gelungen bezeichnet werden kann. Wo es einige Unsicherheiten gibt, ist Art und Umfang des Feuerwerks.
Es ist manchmal so, dass man als etwas als großes, aufgebautes Feuerwerk empfindet, wenn man sich die Dinge, die man zu Silvester ja frei erwerben kann, halt anschaut, die Batterien dort, wo mit einmal Zünden für 60 oder 90 Sekunden mehrere hundert Effekte erzielen kann, die bis zu 50 Meter in die Luft gehen, war jedenfalls so die allgemeine Abschätzung, dass es kein längerfristig vorbereitetes und aufgebautes Feuerwerk war, sondern eben ein solches Feuerwerkselement verwandt worden ist. Das Verwenden, also das Abbrennen von solchen pyrotechnischen Gegenständen, ist außerhalb der Silvesterzeit eine Ordnungswidrigkeit, die nach der Sprengstoffverordnung, dem Sprengstoffgesetz auch geahndet werden kann. Zuständige Ahndungsbehörde hierfür wäre die Landesdirektion Sachsen. Es ist auch noch zum heutigen Zeitpunkt so, dass wir nach wie vor von Unbekannten ausgehen, weil es also keine Personalien gibt, der man entsprechend habhaft geworden ist. Ganz befriedigend ist das noch nicht, also kann es jeder machen. Wir haben als Zeit festgestellt, dass es 7,5 Minuten waren. Und ich hoffe, dass zumindest dass die Einsatzkräfte sich mal die Reste vorgenommen haben. Ein bisschen Aussagen kann man schon treffen an dem Zeug, was man dann vorfindet. Wir hoffen, dass es nächstes Jahr nicht mehr passiert. Vielen Dank. Als nächstes die AfD-Fraktion, Herr Obern. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, vergangene Woche ging die Polizei wieder einmal im Bereich des Wiener Platzes gegen Drogenhändler vor. Vor anderthalb Jahren teilten Sie auf meine mündliche Anfrage Nummer 74/15 zur Prävention und Sicherheit in Dresden mit, ich zitiere, die Landeshauptstadt Dresden unterstützt die Bemühungen des Freistaates Sachsen, eine größere Anzahl von Polizeibeamten in den Polizeidienst aufzunehmen. Daher nun meine Frage. Waren die Bemühungen, eine größere Anzahl von Polizeibeamten in den Polizeidienst aufzunehmen, erfolgreich? Wie viele Polizeibeamte gibt es, Stand heute, mehr im Dienst in Dresden als vor einem Jahr? Und sieht die Landeshauptstadt Dresden bezüglich der Entwicklung der Sicherheitslage in Dresden den Bedarf nach weiteren Polizeikräften in der Stadt? Auch hier übernimmt die Beantwortung Kollege Sittel. Ja, vielen Dank, Herr Orban. Ich muss leider sagen, dass ich die Frage nicht vollständig beantworten kann, als dass natürlich die Frage des Polizeivollzugsdienstes keine kommunale Zuständigkeit ist. Das heißt, die genauen Zahlen, die Sie gerne hätten, liegen nicht im Einflussbereich der Stadt Dresden. Ich würde aber gerne, um Ihre Frage aufzugreifen, ein paar Hinweise dazu geben. Zunächst ist es so, dass die Maßnahmen, die der Freistaat Sachsen, also der Innenminister, ergriffen hat, zweigeteilt sind. Das eine ist die Aufstockung des Einstellungskorridors für Polizeianwärter. Diese Anwärter, bis sie dann in der jeweiligen konkreten Polizeidirektion ankommen, haben einen Weg von fast 3 Jahren vor sich. Heißt also, die Maßnahmen, die jetzt im letzten Jahr begonnen worden sind, mit stärkeren Einstellungen, wird man diesen höheren Einstellungskorridor erst in 2 Jahren bemerken. Diejenigen, die in diesem Jahr neu eingestellt werden, das dauert eben noch länger. Hat etwas damit zu tun, dass ausgebildete Polizeibeamte einfach nicht so verfügbar sind. Es kommt mal ab und zu vor, dass aus einem anderen Bundesland jemand umzieht, der in Polizeidienst übernommen wird. Aber ansonsten ist das so, dass zu einem sehr hohen Anteil Polizeibeamte eigens ausgebildet werden. Das heißt, es wird einige Jahre dauern, bis die Stellenaufstockung von Anwärtern sich in tatsächlichen Stellenmehrungen in den Polizeidirektionen auswirken. Das, was sich schneller auswirkt und was ich auch als einen wichtigen Begleitbeschluss ansehe, war der Stopp des Stellenabbaus insofern, dass also Stellen, die ja nach dem längerfristigen Konzept gestrichen werden sollten, nicht gestrichen werden, was also damit einhergeht, dass die Polizeidirektionen dabei bemüht sind, im Rahmen der flexiblen Regelung des Beamtenrechts Polizeibeamte zum Längerverbleiben auf ihren Beamtenpositionen bewegen. Heißt also, im Moment sind wir froh, dass es noch nicht weniger gibt, aber es ist noch nicht substanziell mehr und es kommt Jahr für Jahr weiteres hinzu. Es ist ein kontinuierlicher Weg. Das ist auch der Punkt, weswegen ich dem Stadtrat sehr dankbar bin, dass mit dem Stellenplan, ich hatte es vorhin bei der Frage, die an Dr. Lames ging, ja zitiert, auch 15 Stellen für den gemeindlichen Vollzugsdienst tätig werden, die wir zumindest in dem Bereich, wo Polizeivollzugsdienst
und kommunaler Ordnungsdienst gemeinsam arbeiten, also vor allen Dingen in Ordnungsangelegenheiten, wir eine stärkere Präsenz zeigen können und dass wir insbesondere bei dem Thema subjektives Sicherheitsgefühl durch die Präsenz etwas zeigen. Zu letzterem Punkt möchte ich auf zwei Dinge hinweisen. Wir werden Ende März die aktuelle kommunale Bürgerumfrage vorstellen, die sich mit dem kommunalen Sicherheitsgeschehen beschäftigt und auch die Frage des subjektiven Sicherheitsgefühls beschäftigt. Und hierzu wird es am 29. März eine öffentliche Veranstaltung des Kriminalpräventiven Rates geben, wo auch der Polizeipräsident dabei ist, wo also auch die Gelegenheit bestünde, den Polizeipräsidenten selber nochmal auf die Stellenentwicklung anzusprechen, dass er das auch auf einem öffentlichen Podium entsprechend nochmal benennt. Eine Nachfrage. Ich hatte ja im letzten Jahr die Antwort bekommen, dass sich die Landeshauptstadt Dresden um mehr Polizeibeamte in Dresden bemüht. Also das muss ja dann trotzdem irgendwie eine Bestandsaufnahme stattgefunden haben. Sie sind eigentlich zu wenig. Wir wollen mehr in Dresden. Das heißt, in irgendeiner Form, in welcher Form ist die Landeshauptstadt Dresden an den Freistaat herangetreten und hat diesen Mehrbedarf benannt? Es geht nicht konkret um die Benennung des Mehrbedarfs, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass wir auch gegenüber dem Innenministerium das Polizeipräsidium Dresden unterstützt haben bei den Anforderungen, können das aber, wie gesagt, nur begleiten, dadurch, dass wir regelmäßige Arbeitskontakte auch haben. Wir haben auch zu dem Thema Polizeipräsenz in Vergangenheit in den ansonsten ja nicht öffentlichen Sitzungen des Kriminalpräventiven Rats darüber gesprochen. Aber ansonsten ist es so, dass beim Freistaat genauso wie bei uns ein Stellenplan ist. Insofern ist das öffentlich und auch transparent, was die Stellenentwicklung insgesamt auch geht. Und wir können jemals erkennen, dass die Polizeidirektion Dresden zumindest einen anteilmäßig angemessenen Teil, wie gesagt, hiervon auch bekommt. Als nächste fragende Fraktion, die CDU-Fraktion, Herr Thiele. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich habe eine Frage zur Versagung von Baugenehmigungen für Wohnungsbauten durch die Stadtverwaltung. Und zwar geht es darum, dass in der Presselandschaft der letzten Wochen häufig von Problemen bei der Erteilung von Baugenehmigungen für Wohnungsbauvorhaben wegen der Anlage des zweiten Rettungsweges die Rede war. Darüber haben wir uns sehr gewundert, beziehungsweise fehlt uns dafür auch das Verständnis. Denn nach der Kenntnis der Rechtslage des Baugesetzbuches sind die Bauanträge ja auf der Grundlage der derzeitigen städtebaulichen Situation zu genehmigen, beziehungsweise abzulehnen und nicht etwa im Vorgriff auf eventuelle Straßenraumumgestaltungen in ferner Zukunft zu beurteilen. Zudem gibt es eine uns vorliegende gutachterliche Stellungnahme, die Ähnliches, also die diesen Sachverhalt ebenso beurteilt, genau wie Rückfragen auch beim Innenministerium. Daher folgende Fragen. Da sich die geltende Rechtslage nach Sächsischem Baugesetzbuch, nach Sächsischer Bauordnung für eine Gewährleistung des zweiten Rettungsweges über den öffentlichen Verkehrsraum in den letzten Jahren nicht verändert hat, die Genehmigungspraxis in der Landeshauptstadt Dresden in jüngster Zeit aber sehr wohl. Auf welcher Rechtsgrundlage verweigert die Stadtverwaltung derzeit die Erteilung von Genehmigungsbescheiden für Wohnungsbauvorhaben? Zweitens, wie gedenkt die Stadtverwaltung diese Thematik auf absehbare Zeit zu handhaben, beziehungsweise auf welcher Rechtsgrundlage sollen diese Genehmigungen künftig erteilt werden und welchen zeitlichen Horizont stellt sich die Stadtverwaltung zur Klärung dieser Sachfrage mit dem Staatsministerium des Innern vor? Und drittens, welche Auswirkungen im Hinblick auf die Baukosten bei Wohnungsbauvorhaben erwartet die Stadtverwaltung für den Fall, dass der zweite Rettungsweg künftig in den Gebäuden bzw. auf den Grundstücken sichergestellt werden soll? Und welche Auswirkungen erwartet die Stadtverwaltung auf die Mietpreisentwicklung in Dresden? Sollte die im Moment angewendete Genehmigungspraxis in Zukunft so fortgeführt werden? Vielen Dank. Die Beantwortung übernimmt Herr Bürgermeisterkollege Schmidt-Lamartin. Ja, vielleicht zwei, drei Worte vorab, bevor ich auf die einzelnen Fragen abgehe. Bei unserer Recherche in den letzten Wochen, das waren unter anderem auch Gespräche mit anderen Städten bzw. Städte- und Gemeindebünden, haben wir festgestellt, dass der Konflikt zwischen dem Bauordnungsrecht und dem Straßenrecht bundesweit unterschwellig immer schon präsent war, ihn aber niemand offensiv angegangen ist. Leider ist die Protokollnotiz des Innenministeriums, auf die Sie auch Bezug nehmen, die den Konflikt offengelegt hat und hat uns dazu gezwungen, die bisherige Verwaltungspraxis zu hinterfragen. Bislang hat die Feuerwehr gegenüber den Fachplanern mal folgenden Hinweis gegeben. Ich zitiere, wird für die Sicherung des zweiten Rettungswegs über Rettungsgeräte der Feuerwehr
der öffentliche Verkehrsraum in Ansatz gebracht, trägt der Bauherr das Risiko, dass aufgrund möglicher Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum Anleiterbedingungen nicht mehr anliegen und somit der zweite Rettungsweg dann straßenseitig über Rettungsräte nicht mehr gesichert werden kann. Die Inanspruchnahme von Teilen des öffentlichen Verkehrsraums zugunsten bauordnungsrechtlicher Erfordernisse, hier für den zweiten Rettungsweg, begründet keine Pflicht für den Straßenbaulastträger. Das haben wir dann auch entsprechend immer so darauf geachtet, dass es übernommen wurde von den Prüfingenieuren in ihren Prüfbericht. Damit konnten dann die Prüfingenieure einen positiven Prüfbericht attestieren. Dieser hat ohne Hinterfragung zu einer positiven Baugenehmigung geführt, da es sich bei den Vorhaben der Regel um Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren handelt. Feststellen lässt sich, dass einige Bauherren auch vorher schon stärker darum bemüht waren, die zweiten Rettungswege auf eigenen Flächen nachzuweisen, andere weniger. Jetzt zu Ihren Fragen. Es ist richtig, wenn Sie in Ihrer ersten Frage formulieren, dass sich die Rechtslage nicht geändert hat. Das Bauaufsichtsamt hat jedoch anlässlich der Protokollnotiz des Innenministeriums seine Verwaltungspraxis überprüft und festgestellt, dass anders als das Innenministerium es angemahnt hat, im Baugenehmigungsverfahren die Prüfingenieure die Zustimmung des Straßenbaulastträgers zur Einholung der Genehmigung für die Anspruchnahme des Straßenraums bisher nicht einholen. Es ist nun die Frage zu klären, in welchen Fallkonstellationen die Inanspruchnahme öffentlichen Verkehrsraums gewährt werden kann und in welchen Fallkonstellationen nicht. Nach der Rechtsauffassung des Innenministeriums besteht für eine einmal genehmigte Feuerwehraufstellfläche im öffentlichen Verkehrsraum Bestandsschutz. Das heißt, bei künftigen Straßenplanungen sind diese Flächen zu beachten und in der Folge bei der Anspruchnahme durch den Straßenbaulastträger ist der Bauherr gegebenenfalls sogar zu entschädigen, da ihm die einmal gewährte Aufstellfläche wieder entzogen werden kann. Das wird unsere Straßenplanung nicht nur einschränken, sondern vor allem auch teurer machen. Ich sehe deswegen bisher keinen Grund, städtische Flächen dauerhaft mit Feuerwehraufstellflächen zu belegen und unsere Gestaltungsspielraum damit nachhaltig einzuschränken, wenn private Bauherren ohne weiteres die Feuerwehraufstellfläche auf dem eigenen Grundstück einrichten könnten. Ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, dass die Lebensdauer eines Gebäudes mehrere Dekaden überdauern kann und die Straße in der Regel alle 30 Jahre grundhaft erneuert werden muss, nach den jeweiligen Anforderungen, die dann zu diesem Zeitpunkt bestehen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht voraussehen können. Es kann zum Beispiel auch verkehrsrechtliche Regelungen betreffen. Wenn wir beispielsweise ein Parkverbot wegen eines neu entstandenen Parkdrucks aufheben wollen, werden wir dies nicht tun können, wenn die Fläche für eine private Feuerwehraufstellfläche blockiert ist. Die dauerhafte Freihaltung durch Halteverbotsschilder ist rechtlich auch nicht möglich. Dies hat bereits 2008 das Regierungspräsidium in einem Widerspruchsbescheid festgestellt. Hier stellt sich natürlich für mich die Frage, wie die Kommune dauerhaft den zweiten Rettungsweg für den Bauherrn freihalten soll. Das Innenministerium hat zwischenzeitlich per E-Mail darüber hinaus die Rechtsauffassung vertreten, dass bei straßenbegleitender Bebauung der zweite Rettungsweg im Regelfall von der befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche gewährleistet ist. Erstmal, hierfür gibt es keine Rechtsgrundlage. Technisch ist in der Tat vom öffentlichen Verkehrsraum aus die Anleiterbarkeit möglich. Es darf aber nach meinem Rechtsverständnis auch kein Automatismus sein, dass Bauherren ihre gesetzlichen Pflichten in den öffentlichen Verkehrsraum sozialisieren. Wenn der Bauherr die Feuerwehraufstellfläche dagegen auf einem benachbarten Privatgrundstück einrichtet, ist es selbstverständlich, dass er dafür die Erlaubnis des Eigentümers einholt und auch dafür bezahlt. Die Kommunen sollen aber nach dem Innenministerium selbstverständlich öffentliche Fläche zur Verfügung stellen, und zwar umsonst, und die Folgen daraus hinterher und die Konsequenzen daraus hinterher selbst bewältigen. Zur zweiten Frage. Bei den seit Mitte Dezember 2016 genehmigten Bauanträgen, bei denen der zweite Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr gewährleistet werden soll und sich die Aufstellfläche im öffentlichen Verkehrsraum befindet, wurde kein Bauantrag abgelehnt. Es wurden zwei Baugenehmigungen mit der Bedingung versehen, wonach der zweite Rettungsweg auf dem eigenen Grundstück herzustellen ist. Bei beiden war dies problemlos möglich. Ein einziger Bauherr beharrt derzeit darauf, den öffentlichen Straßenraum zu nutzen, wobei dieser auch pauschal die gesamte Fläche entlang seines Grundstücks schraffiert hat als Aufstellfläche, ohne auf Belange der Stadt Rücksicht zu nehmen und auch unsere Aufforderung, dort vielleicht nochmal nachzuarbeiten, nicht ernst genommen hat. Hier wird es wohl erstmalig zu einer Versagung kommen. Es muss nach meiner Überzeugung eine Einzelfallprüfung geben dürfen. Eine pauschale Ablehnung ist von mir nicht vorgesehen und wird auch nicht so gehandhabt. Es kann aber nicht sein, dass wir sehenden Augen zulassen, dass Straßenplanungen erschwert und verteuert werden. Die Amtsleiterin der Bauaufsicht hat vor 2 Wochen mit dem zuständigen Referat des Innenministeriums telefoniert und um einen Gesprächstermin gebeten. Dieser soll in 2 Wochen stattfinden. Unabhängig davon werden wir kurzfristig sowohl den Innenminister als auch den Wirtschaftsminister zu dieser Problematik anschreiben.
da die Äußerungen des Innenministeriums allem Anschein nach nicht mit dem für Straßenbau zuständigen Wirtschaftsministerium abgestimmt sind. Wir werden dann auf Landesebene um eine Ressortabstimmung bitten. Wie rasch diese durch die Staatsregierung vorgenommen wird, können wir nicht sagen. Zur dritten Frage. Alle bisherigen Bauanträge haben gemeinsam, dass sie ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand und ohne Verlust von Wohnfläche die Feuerwehraufstellfläche in ihrem eigenen Grundstück anordnen können und konnten. Es ergaben sich also keine Auswirkungen auf Mietpreise. Lediglich ein Bauherr hat zur Anordnung der Feuerwehraufstellfläche auf dem eigenen Grundstück ein dem Nachbarn zuvor bestelltes Unterbaurecht für einen Keller abkaufen müssen. Abschließend lässt sich festhalten, dass es Konflikte gibt, die zwar keinen Spaß machen, auch wir sind lieber mit positiven Nachrichten in der Öffentlichkeit, die man aber führen muss im Interesse der weiteren Stadtentwicklung unserer Stadt. Vielen Dank. Ja, eine kleine Nachfrage habe ich dazu. Es klang jetzt alles gar nicht so schlimm. Uns ist die Situation wesentlich dramatischer mitgeteilt worden, dass eben hier inzwischen mehrere Anträge im Moment nicht beschieden werden. Und dazu tatsächlich, und das haben Sie meiner Meinung nach nicht vollständig beantwortet, diese Thematik, dass aufgrund der derzeitigen Rechtslage eigentlich diese Bescheide zu genehmigen sind und aufgrund der derzeitigen städtebaulichen Situation und eben nicht im Zugriff auf die Zukunft. Insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass auf die Stadt Klagen zukommen. Inwieweit tragen Sie da jetzt schon Vorsorge, um eventuelle Klagekosten dann entsprechend abwehren zu können oder Klageansprüche abwehren zu können? Wie ich bereits gesagt habe, es wurden bisher keine Baugenehmigungen abgelehnt. Es wurden einige Anhörungen verschickt, die haben dann im Nachklapp zu Veränderungen geführt der Bauanträge, die wir dann immer einvernehmlich besprochen haben und wo die Bauherren dann auch entsprechend reagiert haben, zum Beispiel die Aufstellfläche aufs eigene Grundstück verlegt. Das waren ganz konkret zum Beispiel die Beispiele, über die wir reden. Zwei Beispiele, wo Bauherren eine Feuerwehraufstellfläche in einen Trassenbereich gelegt haben, wo wir demnächst eine Stadtbahnstrecke hinlegen wollen. Wo wir jetzt noch nicht wissen, auch wenn wir da schon erste Vorplanung haben, noch nicht wissen, wo da genau die Gleise liegen, wo die Abspannungsmasten und so weiter fortstehen. Das hat auch für Verständnis bei den Bauherren gesorgt, dass sie gesagt haben, okay, das verstehen wir, dass ihr sozusagen an dieser Stelle uns jetzt keine Aufstellfläche einstraffieren könnt vor dem Hintergrund dieser Rechtsauffassung, die ihr nie wieder wegbekommt. Es gibt einen einzigen, der, wie gesagt, dem wir auch tatsächlich ganz konkrete Anregungen gemacht haben, wie er es anderweitig lösen könnte, wo er sagt, nein, ich habe hier ein Schreiben vom Innenministerium, auf das beziehe ich mich, ich erwarte, dass ihr mir eine Baugenehmigung so erteilt, wo ich gesagt habe, tut mir leid, aber so kommen wir nicht zusammen. Also es ist nicht so, dass wir die Bauherren mit der Frage alleine lassen, sondern dass wir tatsächlich auch sehr konkret ihnen sagen, so könnte man es machen. Und dann muss man natürlich auch gucken, es gibt keinen Rechtsanspruch darauf, dass die Stadt ihre Interessen im Sinne eines Bauherrn zurückstellt, sondern wir müssen gemeinsam gucken, dass wir eine Lösung für finden. Und auch dieser Bauherr kann im Übrigen die Aufstellfläche auf eigenem Grundstück nachweisen. Er könnte ein Sicherheitstreppenhaus bauen, das kostet auch nicht so viel mehr. Und er könnte auch von bestimmten Punkten aus die Flächen, die er noch sonst anzuleitern hat, die entlang der Straßenkante sind, anleitern. Er möchte es schlicht und ergreifend nicht, weil er darauf beharrt, dass er das Recht hat, die gesamte Fläche entlang seines Grundstücks zu schraffieren als Feuerwehraufstellfläche. Und dem kann ich leider nicht nachkommen. So, zum Abschluss der Fragestunde die Fraktionslosen, Herr Green. Herr Oberbürgermeister, im Internet werden Sie mit der rhetorischen Frage beschrieben, ist Dirk Hilbert jetzt auf dem Weg in die erste politische Liga? Und diese Beschreibung ist gekoppelt mit einem Bild, wo Sie George W. Bush treffen, Gerhard Schröder treffen, auf einer Konferenz in Südkorea. Und erklärt wird das Ganze mit, eingeladen wurde Hilbert von der koreanischen Staatspräsidentin Park Geun-hye, die er zwei Jahre kennt, weil Dirk Hilbert die Präsidentin am Rande eines Staatsbesuches in Dresden getroffen hatte. Dabei hatte er ihr versprochen, einen Platz in der Dresdner Friedrichstadt auf koreanischer Platz taufen zu lassen, was im März 2015 auch geschah. Hilbert gilt seither als treuer Freund Südkoreas, was nun eine Einladung zu der Weltkonferenz zur Folge hatte. So, und nun bricht diese Laudatio praktisch ab, denn diese Staatspräsidentin ist nun seit zwei Monaten oder zweieinhalb mittlerweile wegen Korruptionsvorwürfen von ihrem eigenen Parlament in Südkorea abgesetzt worden und wartet in ihrem privaten Haus auf einen Prozess.
Ihre Helfer wurden auch in Deutschland mit Haftbefehl gesucht, wurde in Dänemark wohl festgenommen. Und der Hauptgeldgeber, der de facto Chef des Samsung-Konzernes, ist in Haft. Ich frage jetzt dazu, wie beabsichtigen Sie, Schaden von der Stadt Dresden abzuwenden, da der Name des Oberbürgermeisters in ganz herausgehobener Weise mit einer Person verbunden ist, die wegen Korruption von Ihrem eigenen Parlament abgesetzt worden ist? Und wie beabsichtigen Sie, mit der Gedenktafel umzugehen, auf der der Name der Präsidentin in deutscher und in koreanischer Sprache genannt ist und für deren Einrichtung Sie ganz persönlich sich stark gemacht haben? Also, lieber Herr Green, erstens war die Staatspräsidentin zum Staatsbesuch in Deutschland gewesen und dabei hat sie auch den Freistaat Sachsen besucht auf Einladung des Ministerpräsidenten und war in Dresden. Das war 2014, da hat amtiert in dieser Stadt die Oberbürgermeisterin Frau Helma Oros. Und in dem Zusammenhang ist auch diskutiert worden und in Aussicht gestellt worden, dass eine Straße oder ein Platz den Namen Korea tragen soll. Das ist dann auch intensiv im Rat diskutiert worden und ist entsprechend positiv votiert worden. Insofern hat dann im Jahre 2015 die Platzbenennung auf der einen Seite den Rat passiert, zum zweiten auch umgesetzt worden und in Abstimmung mit der Botschaft der Republik Korea ist eine Tafel angebracht worden, die nichts anderes sagt als zur Erinnerung an den Besuch der Präsidentin der Republik Korea, Frau Park Geun-hye, in Dresden am 27. und 28. März 2014 im Rahmen ihres Staatsbesuchs in Deutschland benennt die Stadt Dresden diesen Ort koreanischen Platz und so weiter und so fort. Also nichts Verwerfliches draufstehen. Auch zur Konferenz, um da nichts Falsches hängen zu bleiben, bei der ich in Korea war, war ich nicht auf Einladung der Staatspräsidentin gewesen. Insoweit sehe ich keinerlei Veranlassungen, was uns im Moment innerkoreanische politische Herausforderungen betreffen sollten. Naja, Herr Oberbürgermeister, ich habe jetzt mal nur die Sachen gebracht, die also zweifelsfrei zu recherchieren sind, was die Menschen mich fragen. Das können Sie sich vielleicht vorstellen, sind ja wohl eher Leute, die kritisch sind. Der ist dreimal in Korea gewesen und jetzt Korruption und hat es selber bezahlt und glaubst du denn das? Und das andere ist, an welcher Stelle wollen Sie denn reagieren? Innerkoreanischer Konflikt, also wir reden nicht von Nordkorea, sondern wir reden von einem Land, was doch einigermaßen die Menschenrechte und die Demokratie achtet. Und wenn da jemand wegen Korruption abgesetzt wird, dann ist das sicherlich nie aus der Luft gegriffen. Und soll der Name von der Frau dort immer noch bleiben, angenommen, sie würde wirklich dann mal gerichtsfest verurteilt oder... Wie stehen Sie denn dazu? Es ist ja, geht ja nie darum, dass Sie angegriffen werden, sondern Sie sind doch nun mal kontaminiert worden und die Menschen denken so drüber und fragen mich so. Also erstens kann ich das Letztere von mir weisen. Zweitens, ich sehe da keinen Änderungsbedarf, weil es war ein offizieller Staatsbesuch auf Einladung der Bundesregierung gewesen und es ist nur die Fakten darauf dargestellt und nichts anderes und insoweit gibt es da keine Notwendigkeiten, Korrekturen vorzunehmen. Okay. So, meine Damen und Herren, soweit zur